Naja, ich bin sehr zufrieden. Die Mannschaft zieht gut mit, das ist immer das Wichtigste. Dass nicht zu viel regnet, dass das Wetter so ist, dass wir da in Ruhe uns im taktischen Bereich weiterentwickeln können, arbeiten können. Und das, was wir trainiert haben, hat eigentlich gestern schon ganz gut geklappt, vom Spielaufbau her. Wir haben den Gegner auch beherrscht. Für mich gestern auch die bessere Mannschaft waren wir. Natürlich hat der Gegner auch seine Chancen, da müssen wir halt dran arbeiten, dass wir da uns anders verhalten. Aber von dem her war ich sehr zufrieden. Sie haben auch hart trainiert. Das habe ich auch immer ganz gerne, dass die Mannschaft sich einspielen kann, dass wir viel Praxis haben. Das beste Training ist immer noch der direkte Wettkampf gegen andere auch, wo man dann einiges im Standardbereich ausprobieren kann. Und auch spielt man gegen verschiedene Systeme, verschiedene Mannschaften, kann sich messen, international mit anderen Top-Mannschaften. Und von daher finde ich es immer ganz gut, bin sehr zufrieden. Essen ist gut, das ist ja auch immer sehr wichtig, dass wir hier kein schlechtes Essen haben. Und bis jetzt können wir rundum zufrieden sein und ich hoffe, es bleibt so. Ja, wir machen uns vorher immer einen Plan, so Sebastian und ich, wir setzen uns zusammen. Was heißt Sebastian und ich? Alle eigentlich. Und dann besprechen wir, was wir noch brauchen. Und das arbeiten wir einfach ab, egal ob es Einwürfe sind, die man trainieren kann. Offensivspiel wollen wir ein bisschen nicht viel ändern, aber so leichte kleine Dinge. Und im Abwehrbereich auch. Das heißt, überall gibt es Bausteine, die wir trainieren wollen und das machen wir auch. Und was wir abarbeiten müssen, auch vom Krafttraining her, gibt dann Nico Vorschläge, wir bauen das alles ein. Mit Puchi, der dann auch in dem Bereich ja, uns immer auch gute Tipps gibt, weil wir jetzt ja auch durch Polar auch jedes Training mit aufzeichnen, wer wie viel gelaufen ist, wie viel Sprint man gemacht hat, welche Bausteine können wir dann ins Training einsetzen und am Ende, was brauchen wir alles, um im Meisterschaftsstart voll auf Rapid vorbereitet zu sein und auf die Saison und wie gesagt, die jungen Spieler ja auch integrieren oder neuen Spieler integrieren. Ja, natürlich, jeder hat natürlich seine Stärken, er übernimmt das natürlich so, wie wir das gerne haben wollen, aber er bringt seine Ideen mit rein, die auch für uns sehr wichtig sind. Ich denke, dass man von jedem Neuen was mitnehmen kann und lernen kann, deswegen hören wir da auch intensiv zu. Und jeder bringt ein anderes Tool mit, oder um da vielleicht was zu verändern und bringt seine Idee mit rein. Und ja, Stefan hat sich hervorragend eingefügt. Natürlich ist es klar, dass Kai für uns natürlich bis dato perfekt war. Aber ich glaube, Stefan wird das super machen, da bin ich fest von überzeugt. Ja, bis jetzt sehr gut. Also im Offensivspiel wird auch Stefan Stangl, natürlich weiß ich, er spielt auf der linken Verteidigerposition, aber wir brauchen ja auch nach vorne was. Wir haben in letzter Zeit zu wenig Chancen nach vorne herausgearbeitet und ich glaube, da kann er uns weiterhelfen. Er hat ja auch schon Erfahrung, er passt zum System, hat sich hervorragend in die Mannschaft eingefügt und Michi ist ein ganz erfahrener Spieler, also wirklich ein Ex-Austrianer, der das Herz da hat, wo wir es brauchen. Also, und auch sonst bringt er natürlich, er redet, er kann von hinten heraus auch eine gute Spieleröffnung, was für uns auch sehr wichtig ist. Und für uns ist ja wichtig, dass man hinten einen gestandenen Mann hat, der die Jungen dann auch führt oder diejenigen führt, die vor ihm spielen. Und das ist für uns, kann ein entscheidender Spieler sein in der Rückrunde. Ja, natürlich, wir geben ja immer Tipps ab, was man machen kann. In unserem Bereich, man fragt uns ja, das ist ja auch sehr, sehr gut und freuen wir uns alle auf das neue Stadion. Natürlich wirkt sich das in dem aus, indem wir, wenn wir mit neuen Spielern reden auch, die freuen sich dann aufs neue Stadion, auch die Mannschaft freut sich aufs neue Stadion. Ist immer ein super Ziel, in dem neuen Stadion einzulaufen, als Trainer wie als Spieler. Und eine neue Atmosphäre mitzubekommen in einem neuen Umfeld, in einem total professionellen Umfeld. Und man hat ja gesehen, was in St. Pölten das kleine Stadion ausgerichtet hat für uns. Ich glaube, ohne dieses Stadion hätten wir vielleicht gar nicht mal das Rückspiel überstehen können oder wären wir weitergekommen. Und von daher freuen wir uns alle auf das neue Stadion. Das ist ein Riesenziel und Ziele sind ja bekanntlich sehr förderlich.